Jetzt, wo das neue Schuljahr wieder begonnen hat, bin ich sicher, dass die meisten von uns sehr motiviert sind und sehr motiviert in das neue Schuljahr reinstarten. Aber schon nach einigen Tagen, wenn nicht sogar schon nach dem ersten Tag, wird diese Motivation langsam verschwinden und wir sind wieder in unserem normalen Alltag drin, der nach einiger Zeit natürlich wieder sehr langweilig wird. Und gerade weil wir viele Aufgaben machen müssen in der Schule, wird unsere Motivation ebenfalls verschwinden. Und deswegen reden wir heute über das Thema Motivation. Ich werde euch erstmal erklären, warum ich finde, dass es keine Motivation gibt und warum das eigentlich ein falscher Ansatz ist. Und noch einige Dinge mit euch teilen, von denen ich glaube, dass wir uns schon inspirieren können, dann trotzdem mal anzufangen und diesen kleinen Kick, sage ich mal, zu haben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Ich poste hier zweimal die Woche neue Videos zum Thema Lernen, Schule, gute Noten und Organisation. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt dabei bist. Viel Spaß am heutigen Video. Ich sitze heute ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich hoffe, meine Haare sehen nicht komisch aus. Das erste Mal, dass ich diesen Haarreifen trage. Aber ja, mega. Ich war, wie die meisten Menschen, immer eine Person, die Motivation gebraucht hat, um anzufangen. Ich habe sehr oft meinen Freunden geschrieben und ich mache es heutzutage oft immer noch. Hey, ich habe... Das ist eine Sprachnachricht. Hey, ich habe keine Motivation. Ich hatte ganz keine Motivation. Deswegen habe ich diese Aufgabe nicht gemacht. Das haben meine Freunde von mir ziemlich oft gehört. Und sogar noch gestern habe ich von einem Freund eine Sprachnachricht bekommen, in der er meinte, dass er nicht für Mathe gelernt oder so, weil er keine Motivation hatte. Und da ist nämlich wieder ins Gedächtnis gekommen, dass ich früher auch so war. Und ich habe dann eine Sprachnachricht zurückgemacht, wo ich ihm von einem Buch erzählt habe, was ich gelesen habe. Und zwar, das Buch heißt Der Motivationsmythos. Und es geht darum, dass Motivation eben nur ein Mythos ist. Wir haben sehr selten für etwas wirklich Motivation. Gerade wenn es Dinge sind, die wir einfach machen müssen, wie zum Beispiel Mathe lernen. Denkt mal daran, wann habt ihr Motivation, Mathe zu lernen? Und ist das irgendwie eine Relation mit der Häufigkeit, wie ihr wirklich Mathe lernen müsst? Ich persönlich muss zweimal die Woche Hausaufgaben für Mathe machen. Und wenn ich überlege, wie oft habe ich Motivation, meine Hausaufgaben zu machen? Nicht zweimal die Woche. Nicht mal zweimal im Monat eigentlich. Und das heißt also, es ist nicht rational und logisch, sich auf Motivation zu verlassen. Also die erste These, die ich heute aufstelle, ist, Motivation kommt sehr selten einfach so und sollte nicht der Anfangspunkt sein. Jetzt also die Frage, was ist denn der Anfangspunkt, wenn es nicht Motivation ist? Wann sollen wir anfangen mit einer Aufgabe? Und mein Approach, also meine Herangehensweise mittlerweile ist so, dass ich einfach anfange und Disziplin aufbaue. Denn die Motivation kommt laut dem Buch der Motivationsmythos daher, dass wir Erfolgserlebnisse spüren. Und diese Erfolgserlebnisse kriegen wir nur durch eine andere Aktion. Das Ganze mal in ein Beispiel gesetzt wäre das so. Ich habe keinen Bock, Mathe zu lernen. Ich mache es aber trotzdem, weil ich weiß, die Motivation wird beim Beantworten der Mathehausaufgaben erst kommen. Das heißt also, ich zwinge mich dazu, basically Mathe zu lernen. Setze mich kurz hin, 2, 3, 4, 5 Minuten, löse die erste Aufgabe. Ich merke, oh, ich habe es geschafft, voll gut. Habe ein Erfolgsgefühl und bin dann motiviert, weiterzumachen. Und das ist eigentlich der Motivationszyklus, nicht andersrum. Nicht Motivation, Erfolg, Aktion. Wir fangen direkt an mit der Aktion und dann kommen wir weiter zum Erfolg und dann zur Motivation. Das führt dann wieder weiter zu der nächsten Aktion. Also merken, Motivation ist nicht der Anfangspunkt. Das ist alles schön und gut. Die Methoden sind immer einfach. Das Schwierige ist das Umsetzen. Daher habe ich einige Tipps, die ich gerne anwende. Und falls ihr meinen Kanal schon kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch diese Tipps schon. Ich erkläre sie trotzdem jetzt gerne nochmal für euch. Vor allem für Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Und zwar habe ich da eine gute Regel, die heißt die 5-Minuten-Regel. Ich verarsche mich selbst so ein bisschen und sage zu mir selbst, Lara, setz dich hin und arbeite für nur 5 Minuten. Nur 5 Minuten. Danach darfst du aufhören, diese Aufgabe jetzt zu machen. Dann setze ich mich also hin, fange an, mache diese 5 Minuten Aufgaben und merke dann irgendwie, okay, ich habe mich jetzt gerade schon hingesetzt, ich habe jetzt auch ein Erfolgserlebnis irgendwie, ich habe die Aufgabe geschafft, ist ja nicht mehr so viel und arbeite dann weiter. Also, ich wollte eigentlich 5 Minuten arbeiten, aber ich habe mich selbst dazu rein manipuliert, sage ich mal, weiterzumachen, weil ich eben dieses Erfolgsgefühl wieder habe und mir denke, ja, wenn ich sowieso jetzt hier schon sitze, kann ich gleich die Aufgabe beenden. Und das habe ich voll oft so. Also ich sage mir das mittlerweile bei fast jeder Aufgabe. Zum Beispiel schreibe ich auch gerade meine Seminararbeit und da habe ich mir auch gesagt, okay, ich stehe jetzt um 5 auf, setze mich um 6 an den Schreibtisch und arbeite für 10 Minuten einfach jeden Morgen daran. Und ich sage euch heute, es ist Sonntag, ich habe bis 8 Uhr geschrieben, obwohl ich meinte, nee, ich setze mich nur 10 Minuten ran und dann waren es 2 Stunden, weil man ist halt irgendwie schon im Flow drin und macht dann einfach weiter. Und das ist die 5-Minuten-Regel. Ich habe aber auch noch andere kleine Dinge, die mir helfen, mir so ein bisschen Inspiration zu geben zum Anfang. Weil ja, wie gesagt, die Methoden sind einfach, aber das Umsetzen ist immer schwierig. Und wenn ich euch jetzt sage, fangt einfach an,
ist natürlich einfach gesagt. Deswegen habe ich auch noch einige kleine Tipps, um so ein bisschen externe Motivation vielleicht zu bekommen. Aber das Wichtige ist, dass ich nicht darauf verlassen könnt. Deswegen den ersten und zweiten Punkt am besten beachten. Okay, was ich gerne mache, ist mir zum Beispiel auf TikTok Study-Videos anzugucken. Ihr kennt bestimmt Rory Gilmore, ihr kennt bestimmt Spencer Hastings, Blair Waldorf oder so. Und es gibt von denen immer so richtig viele Study-Edits, wie sie eben lernen. Wobei ich sagen muss, ich finde es echt blöd, dass es von Blair Waldorf bei Gossip Girl so wenig Study-Szenen gab. Die hätten mal mehr zeigen können, wie sie lernt, oder? Das war irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich gucke mir gerne so Videos an, wo dann so Edits sind, wie sie eben an den Aufgaben arbeiten. Und das motiviert mich so ein bisschen. Ich persönlich habe hier auf YouTube auch noch so die Livestreams, wo ihr mir zusehen könnt, wie ich lerne. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Übrigens könnt ihr auch gerne bei mir auf TikTok vorbeigucken. Dort heiße ich Lara Emily Official und teile dort eigentlich auch fast täglich Tipps und auch Motivationscontent für euch. Was mir auch noch immer total hilft, ist mir meine Ziele vor Augen zu führen. Ich habe nämlich auch ein Vision Board und das habe ich auch mittlerweile schon seit einigen Jahren in meinem Zimmer hier im Hängen neben meinem Bett. Ich habe dazu auch schon mehrere Videos gemacht, wie ihr ein Vision Board anfangen könnt, anfertigen könnt. Und es hilft mir jedes Mal, jeden Tag aufs Neue. Vor allem, weil ich auch meine akademischen Ziele da eben repräsentiere und aufschreibe, was ich erreichen möchte, wenn ich das immer sehe, dann gibt mir das schon so einen kleinen Motivationsboost auf jeden Fall. Beim nächsten Punkt bin ich ein bisschen zielgespalten und zwar ist das Musik. Mittlerweile höre ich ziemlich gerne Musik beim Lernen. Früher war ich überhaupt nicht so und habe auch jedem nicht, das ist das Gegenteil von empfehlen, habe auch jedem abgeraten davon Musik zu hören, weil ich es immer mega ablenkend fand. Mittlerweile habe ich einiges an die Playlists, die ich gerne anhöre, bei denen ich mich gut konzentrieren kann, die mich auch irgendwie motiviert dabei zu bleiben, aber früher war das nicht so. Daher ist mein Tipp, sucht euch wirklich gute Playlists raus, die auf euch persönlich angepasst sind und die euch persönlich gut helfen. Ich verlinke jetzt hier nochmal meine Livestreams, geht auf jeden Fall gerne rauf und speichere sie, falls du sie brauchst. Und vergiss auch nicht meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss.